Kannst du mir auch wieder auf den Plafon? Eine österreichische Redensweise sagt ja, Kärnten ist leid Hans, ist ein Landle leid ein Glas. Aber das da oben, meine Lieben, ist das Andenken an das gestrige Klagenfurt-Konzert. Und so genannt waren gar nicht alle. Und warum? Der Grund, warum so viele Herzenshalter, so viele, wie sagt man, Bürstehalter, auf die Bühne geflogen sind, war eigentlich nur einer. Ich hab erzählt, wir durchwandern gerade ein ziemlich großes Luxusproblem, und zwar, das ist jenes, dass sämtliche Hallen, egal wo wir hinkommen, einfach hoffnungsvoll überbucht sind. Es geht so zur Sache, dass man kaum noch irgendwo Karten ergattert, und deswegen haben wir gesagt, nächstes Jahr probieren wir es halt, starten wir die ersten Stadienkonzerte an. Und um auf die ganzen BHs da oben zurückzukommen, alles was ich gestern in Kärnten gesagt habe, ist, für jeden BH gibt es zum Beispiel eine Freikarte in das Olympiastadion in München am 30. Juni. Du bist ein bisschen der Orgel, ne? Oh, ja. Naja, für ihr zwei habt ihr ja schon eine, ihr habt ja schon eine. Ihr dürft sowieso kommen. Wer mag noch eine Freikarte für München haben? Selbstverständlich werden wir auch in Österreich ein großes Stadion Open Air spielen, und das wird am 27. August im Planei-Stadion in Schladming sein. Jetzt ist der so noch warm. So haben wir einen Rotkaret mehr, den kann man fast nicht lassen. Die Seiten ist noch was frei. Eins, zwei. Da nehmen wir fast in die Hand. Eins, zwei. Und dann rede ich wieder bunt. So, ihr Lieben, fürs nächste Lied, da brauchen wir jetzt eine Unterstützung. Weil mich wird sowieso irgendwann einmal ganz schön groß. Mir wird sowieso irgendwann einmal der Teufel holen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Fürs nächste Lied, da kann man alles in der Sinn wieder loswerden. Jawohl. Indem man sich ein bisschen reinhockert und Platz nimmt, da habe ich ihn in der Stadthalle. Denn im nächsten Lied, da geht es ums Beichten gehen. In Österreich. Da muss man normalerweise schon in der Volksschule beichten gehen. Mit 8 Jahren vor der Erstkommunion das erste Mal seine ganzen BHs, habe ich gesagt. Keine Schlafunterhosen. So, für 6. Liter muss ich bitten, Platz zu nehmen. Im Refrain ist dann aber alles erlaubt. Da wünschen wir, dass die ganze Schneekategorie anfängt zum Springen, zum Beben, dass man das Gefühl hat, der Boden fängt an zu wackeln. Tut's einmal, proben wir durchlaufen. Ja, mindestens so, mindestens. So, es ist fast alles erlaubt. Es sei denn, die Dirndlkleidschürzen der Damen sind auf der rechten Seite gebunden. Da, meine Herren, Finger weg, dann sind sie nämlich schon vergeben. Ist die Dirndlkleidschürze aber auf der linken Seite gebunden? Ja, dann sind sie noch zum Haben. Aber wehe, wenn der Knopf sitzt in der Mitte. Dann Finger weg, denn dann sind es noch Jungfrau. So, jetzt gehen wir es an, jetzt wird gebeichtet. Meine rotkarierte Unterhosen, ja, die ist so schön. Die hält den kleinen Kavalier. Thank you.
das Herz alle ist mir bis heute noch platt. Ich bin nur ein Bub. Mit der Susi war das Gespusi gleich vorbei. Der ihr Vater, der war Hauptmann bei der Polizei. Das war die Angel, hat mich in Sanden gefangen. Ihr Freund hat uns da erwischt, hat mich fast erwirkt. Ich bin hart.